Dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Preußen Münster seit über 4 Monaten ohne Sieg, seit 14 Spielen kein Dreier, jetzt ging es gegen Magdeburg. Es war das zweite Spiel für Arne Barretz als Interimstrainer, 4 Tage nach der Niederlage in Meppen. Der erste Aufreger, eine Schiedsrichterentscheidung, Fehlpass von Koglin und Jasula kommt zu spät gegen Dadaschow und es gibt die rote Karte von Schiri Dr. Kampka. Er war letzter Mann, ohne Frage. Erst traf er mit links den Ball, senzte dann aber mit rechts nach. Aus meiner Sicht eine korrekte Entscheidung. Es war ein Foul, es war eine Notbremse. Der Platzverweis in Ordnung, auch wenn Jasula das anders sah. Wir schauen auf den folgenden Freistoß. Mörschel und stark gehalten von Morten Behrens. Preußen Münster, die so lange Sieglosen, jetzt gut drauf. Und Runde 75 Minuten in Überzahl. Das doch ein gutes Omen. Sie standen hinten sicher und kombinierten dann gut nach vorne, wie hier. Brandenburger auf Dadaschow. Dadaschow macht das Tor. 1:0 für Preußen Münster in der 36. Minute. Und war es abseits? Nein, weil oben Dodo Ernst, der rechte Außenverteidiger, das abseits aufhob. Ein tolles Tor, stark rausgespielt. Brandenburger auf Dadaschow. 1:0, die Pausenführung für Münster. Krämer in Rückstand. Es würde erstmals mit Magdeburg eine Serie geben für ihn mit 2 Niederlagen in Folge. Aber noch war es nicht so weit. Seine Mannschaft hielt dagegen zu Beginn der zweiten Hälfte. Bertram, plötzlich war er da und traf das Lattenkreuz. 54. Minute, die Gäste nah dran am Ausgleich. Und sie spielten weiter nach vorne. Scherder. Jetzt er mit einem gravierenden Fehlpass. Da ist Quadwo. Und war es ein Elfer? Nein, entschied Schiedsrichter Dr. Kampka. Und auch hier lag er für meine Begriffe richtig. Das war kein Elferfoul. Die zweite Zeitlupe belegt es nochmal. Einsatz von Wagner war in Ordnung. Und dann die erste Gelegenheit der Münsteraner im zweiten Durchgang. Müller verdattelt da den Ball. Und er reagiert am schnellsten. Der Mörschel macht das 2:0 in der 68. Minute. Müller strampelte da noch gegen die Münsteraner. Und der Faktor Handlungsschnelligkeit bei Mörschel grundlegend für diesen Treffer. Er hat die Kugel und er zieht sofort ab. 2:0. Das Spiel praktisch entschieden. Aber die Magdeburger hielten dann doch noch mal dagegen. Hatten auch noch Chancen. Aber es blieb beim 2:0. Es wurde der erste Sieg für Preußen Münster seit über 4 Monaten. Obwohl es noch einen Platzverweis gab, nämlich nochmal gelb-rot. Wagner hatte vorher gelb gesehen, faulte nochmal spät im Spiel. Aber dann war es durch, dann durften sie feiern. Erst zum zweiten Mal spielen sie 2:0 und sie gewinnen dieses Spiel. Ja, es ist pure Freude. Wir waren letzte Woche aber genauso dabei und ja, ist Erleichterung, auch wenn man es jetzt vielleicht noch nicht so spürt oder mir ansieht, aber da fällt schon eine Last von einem ab, klar, ja. Haben wir hier wieder die Punkte hergeschenkt gegen Münster, die haben 14 Mal nicht gewonnen und heute, haben wir sie eingeladen, haben schön Geschenke verteilt und das ist, müssen wir uns selber angreifen, das ist einfach beschissen. Nach 14 sieglosen Spielen holt Preußen Münster wieder einen Dreier und jetzt sind sie heiß aufs nächste Spiel, wieder zu Hause, dann gegen die Münchner Löwen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.